Hallo liebe Dellmänner, herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Und heute wollen wir mal gucken, dass wir unser Auto winterfest machen. Und wir haben eine Werkstatt gefunden, die das macht, nämlich der Boschdienst Bernhard im Industriegebiet in Wermelskirchen. Heute ist das Thema Wintercheck. Das ist ja eine Ihrer vordringlichen Aufgaben auch hier in der Autowerkstatt. Was denken Sie, was wir machen müssen? Oh, der Wintercheck ist ein Thema, das oft unterbewertet wird. Die kalte Jahreszeit setzt dem Fahrzeug extrem zu, nicht nur die Kälte, Streusalz, Regen, die Feuchtigkeit im Allgemeinen. Und hier gibt es ein paar Sachen zu beachten, die jeder Autofahrer auch selber zu Hause auch machen kann und vielleicht dadurch ein bisschen besser durch den Winter kommt. Wichtig ist erstmal, die Bereifung des Fahrzeuges zu kontrollieren, weil wir haben ja in Deutschland Winterreifenpflicht. Wichtig ist auch nicht nur der Winterreifen an sich, dass er schwarz und rund ist. Wir brauchen noch ein bisschen Profil und das sollten mindestens 4 mm sein. Der Reifen sollte auch nicht älter als 6 Jahre alt sein und sollte auch über das sogenannte Schneeflockensymbol verfügen. Das sagt aus, ob der Reifen tatsächlich ein Winterreifen ist oder nur ein M&S-Reifen, der keine Zulassung hat. In Wermelskirchen war am Wochenende richtig was los und eine Veranstaltung konnten wir geballt von Wermelskirchen TV besuchen. Das war natürlich die Prinzenbrücklaibation in der Metzgerkalle in Dabringhausen, das Ereignis schlechthin. Dafür haben wir einen Sonderbericht. Schaut ihn euch an. Weiterhin sollte natürlich die Beleuchtung gecheckt werden. Noch kurz prüfen, ob auch wirklich alles so ist, wie sein soll. Damit fangen wir jetzt erstmal an, ob erstmal alles funktioniert, ob alle Lämpchen leuchten, Bremslicht, Standlicht etc. Und anschließend wird auch noch die Lichthöheneinstellung gemessen, weil letztendlich nützt es keinem, wenn man ihn blendet und man sieht ja selber dadurch auch schlecht. Das ist die exakte Höhengrenze, die wir jetzt sehen. So soll es sein. In Wermelskirchen stehen die Weichen auf Sekundarschule. Eine überwältigende Mehrheit von Eltern, die an der Befragung teilnehmen konnten, haben sich dafür entschieden. Das bedeutet grünes Licht für eine Sekundarschule in Wermelskirchen. Radaufhängung, auch ein wichtiges Thema, weil gerne brechen bei den heutigen Fahrzeugen mal die Federn. Hier sehen wir hervorragende Bremsscheiben in sehr gutem Zustand. Die Auspuffanlage, die komplette Elektrik des Fahrzeugs ist wichtig. Diese Woche laufen wieder zahlreiche Veranstaltungen und eine von den wichtigeren will ich auf jeden Fall jetzt schon mal vorstellen. Und zwar ist das die Woche wieder rechts vom Bahndamm, in der eine Woche lang im Bahndamm unterschiedliche Veranstaltungen laufen. So, heute zum Beispiel ein Theaterworkshop, Dito am Mittwoch und am Donnerstag, sowie diverse Filmaufführungen. Und am Schluss, als Höhepunkt der Woche gegen rechts, findet am Samstag, den 23.11., ein Konzert im AZJ Bahndamm statt mit den Small Town Sounds gegen rechts. Wie ich finde, eine super Sache, dass man sich hier engagiert und Flagge zeigt. Die Batterie. So, jetzt machen wir unseren Batterietest. Wir haben hier eine 60 Ampere-Stunden Batterie mit einem Kaltstartstrom von 540 Ampere und die werden wir jetzt mal prüfen, ob sie denn auch noch tatsächlich gut ist. Ich mache jetzt hier einen Belastungstest, also jetzt im Moment wird gerade über unsere große Kiste hier ein Winterkaltstart simuliert und jetzt, wenn die Batterie in Ordnung ist, sollte die Spannung eigentlich unter Belastung nicht unter 10 Volt abfallen. Die Batterie scheint gut zu sein, aber warten wir mal ab, ob er dann auch komplett besteht. Das ist ein automatischer Test. Und nachher sagt uns das kleine Lämpchen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich sehe schon, das wird gut gehen. Ja, hier kann man nicht nur den Wintercheck machen, hier kann man auch Autos kaufen, und zwar der Marke Suzuki. Und wo wir gerade beim Thema sind, Veranstaltungen gibt es in dieser Woche noch zuhauf. Am Mittwoch können Leseinteressierte in der Buchhandlung Marabu eine interessante, spannende Lesung von einem Autor namens Domen erhalten, der ein sehr spannendes Buch geschrieben hat. Und in der CAT geht es dann am Donnerstag weiter mit Gernot Hassknecht, den man aus dem ZDF-Magazin kennt, aus den ZDF-Nachrichtenshows. Der Kühlerfrostschutz nicht zu vernachlässigen. Wir messen jetzt einfach mal den Frostschutzgehalt des Kühlers. Dafür sollte der Magen möglichst kalt sein.
weil auf dem Kühlsystem Druck ist. Ob dieses Auto überhaupt genug ausreichend Wasser hat. Und damit geht es hier schon los. Hier ist fast klares Wasser im Fahrzeug und noch nicht mal so viel ausreichend, dass ich ein bisschen entnehmen kann aus dem Ausgleichsbehälter. Okay, da muss definitiv aufgefüllt werden. Jetzt haben wir die Anlage aufgefüllt, der Motor hat im Moment gelaufen. Ich prüfe jetzt Ausschussmal des Kühlmittels und wir haben jetzt hier minus 30 Grad frei. Wie sieht es mit der Scheibenwaschanlage aus? Genau das gleiche. Auch leer. Also hier beim Auffüllen auf alle Fälle beachten. Mischungsverhältnis vom Hersteller beachten. Vor dem Einfüllen in einem klaren Behältnis ausreichend Wasser mit Frostschutzmittel für die Scheibenanlage mischen. Dann erst auffüllen. Nämlich dann haben wir die Gewährleistung, dass das Ganze auch im Winter funktioniert und nicht einfriert. Und natürlich auch die Sicht eine wichtige Sache. Wir haben eine Windschutzscheibe, die sollte im Winter auch gereinigt sein, wegen der Blendwirkung entgegenkommender Fahrzeuge. Steinschläge in der Scheibe sind da auch nicht besonders förderlich, um was zu sehen. So, am Freitag gibt es dann eine Schlager-Fox-Party und zwar in der Zentrale mit DJ Stefan. Am Samstag, den 23. ist dann Rock mit Kiesberg im Eifken und im Giebel findet eine Sonderveranstaltung statt. Da kann man also eine Performance-Gala erleben mit tollem Essen und einer Riesenshow. Also da gibt es bestimmt noch ein paar Karten, wer dorthin will. Und in der Cut ist dann noch Konrad Beikircher. Und ich denke mal, wer da nichts gefunden hat, diesen Wochenende, der ist selber schuld. Das war Wermeskirchen TV in Wermeskirchen im Boschins-Bernhard. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Sie haben es etwas gelernt und wir helfen Ihnen immer gerne. Uns hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, glaube ich. Bis denn. Ja, uns hat es auch super Spaß gemacht. Es war super interessant und ich kann auch sagen, am Freitag im Talk Sauerkrautherstellung in Emminghausen. Tschüss, euer Matthias. Bis dahin.